course. Okay, so today, today's Farid Bangs Geburtstag. Also Farid Bang, lieber Grüßen, Ehrenmann. Ich bin das Jägertier und ich sag Hallo aus der Pennsylvania und herzlichen Glückwunsch oder also alles gut zum Geburtstag, meinte ich. Und alle meine anderen schönen Damen und Herren, denen hier durchschaut, meine Videos. Das ist Farid Bang Jamul, das heißt Happy Birthday, produziert bei Kyrie und das ist 3. Juni erscheint. So, wir gehen weiter, Jungs und Mädels. Bitte Daumen hoch und check mal das Stream Highlights ab auf YouTube und in die Beschreibung, die Twitch-Link, wenn ihr hier mit mir sein würdest, live auf Twitch, ne? Also wir gehen live jeden Tag im Juni als Sommer-Stream-Challenge. So, los geht's. Happy Birthday, Farid Bang featuring Jamul. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen besoffen, ne? Ich habe gar nichts so gegessen seit Frühstück und das ist jetzt halb zwei und das ist mein zweiten Truly. Truly ist ein Alcoholic Water oder Seltzer, wir sagen Seltzer. Fühle mich sehr gut, sehr, sehr, sehr gespannt für das Happy Birthday. Happy Birthday, Farid Bang. Happy Birthday. Überraschung. Ja, Überraschung, weil wir das Jamul-Promo gesehen ohne Farid Bang. Und das ist ganz, ganz überrascht. Happy Birthday, bei unserem First Day schleppe ich 6 Frauen ab im Worst Case. Im Penthouse mit deinem Girlfriend. Ich lieg da, Überraschung, Happy Birthday. Die Taschen kauft sie selten selber, doch den Urlaub bezahlen ihr Entertainer. Influencerin, sie will Geld und Glamour. Ist nicht Kendall Jenner, sondern Bachelorette Star oder Ina Ogo. Ganz nice, ganz nice. Und Farid Bang, was sollen wir also so weit erwarten, ne? Also der hat dein Promophase angefangen, ein bisschen vielleicht einen Monat vor das neuen Album. Was heißt das? Asozialer Amerikaner, also das bedeutet, dass Farid Bang ist ganz überall mit Jamule, der ist mit der war mit SEO, SSEO im Clubhouse, der ist ganz überall, höchstwahrscheinlich jeden Woche neuen Single draußen und das freuen wir, ne? Also so ganz, ganz schön Farid Bang wiederzusehen. Jenna, sondern Bachelorette Star oder Ina Ogo in Bikini-Fotos. Sylvie, wenn ich will, bist du wie... Und Jamul, fresh wie immer, sehr fresh wie immer, aber Farid Bang mit Autotune kann ich so nicht gut, sowieso nicht gut pushen, aber das ist, naja, Farid Bang, der hat meinen Respekt bis die Ewigkeit. Wieder Solo für ein Zimmer Wohnung. Heute will er so groß. Du denkst, Farid Bang wäre Yves Saint Laurent. Why was that, dude? This looks like Hailey Bieber, dude. How is that not Hailey Bieber? Damn, dude, we got Hailey Bieber clones in Germany. Shout out to Germany for cloning all the hottest girls in America. Farid Bang wäre Yves Saint Laurent. Weißt du, was ich mich meistens frag? Soll ich Lampe, Urus oder Maybach fahren? Weil ich mich nicht entscheiden kann, trage ich 3 Richard Mehl an einem Arm. Happy Birthday. So, because I can't decide, trage ich, was? 3 Rolex-Uhren an beiden Armen. Mehl an einem Arm. Oh, okay. 3 Richard Mehl an einem Arm. Happy Birthday. Bei unserem First Day schleppe ich 6 Frauen ab. Looks like we're taking a little page out of Katja Kaitsev's book. You know, remember that Katja video? Where she was riding in freaking naked on a horse, man. Reminds me of this. I just seen those horses there. Die nackten Frauen, halbnackten Frauen auf Pferden gereitet. Durch die Villa Garten. So ist das deutschen Hip-Hop. Halbnackte Frauen auf Pferden,
auf Pferden durch die Villa Garten reiten. Ich bin so soft. Schleppe ich sechs Frauen ab im Worst Case in dein Penthouse mit deinem Girlfriend. Ich lieg da überrascht. Oi, joi, 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 joi. Of course, diese Influencer-Schlampe mit dem Upside-Down-Bikini. Das ist Fashion. Das ist Mode heutzutage, Junge. Dein Girlfriend, ich lieg da, Überraschung, Happy Birthday. Happy Birthday, bei unserem First Date. Schleppe ich sechs Frauen ab im Worst Case in mein Penthouse. Also, ich muss sagen, dass ich bin kein Fan von das Farid Bang Autotune, aber der Hook mit Jamula klingt immer so, so geil an, weil das Jamul hat die besten Stimmen in Deutschrap zurzeit. Vielleicht besser aus Apache. Habe ich gesehen? Ja, doch. Aber das ist für euch zu entscheiden. Aber Jamul klingt sehr, sehr nice auf dem Hook in diesem Song. Mit deinem Girlfriend lieg ich da, Überraschung, Happy Birthday. Go Shawty, komm zeig mir was du kannst. Okay, nice, nice. So we heard a sample there from 50 Cent. He said, go Shawty. And of course we know the original. He says, go Shawty, it's your birthday. You know, happy birthday. Nice reference there. Anlehnung, sehr nice. Let's hear it again. Zeig mir was du kannst, ass up. Komm zeig mir Birthday. Shorty. Komm zeig mir was du kannst, ass up, face down. Nur sie drückt auf einer Hand. Oh my god, dude, ich hab nie zuvor so viele Arschen und Titten in deutschen Rap-Video gesehen. Ich bin das glücklichsten Amerikaner, der den Deutschtext verstehen und deutschen Titten auch verstehen. Also sollte ich vielleicht das nicht sagen, ne? Das ist ein familienfreundlich. Das ist so familienfreundlich Kanal. Und ich darf nicht deutschenfeindlich sein, ne? So, Hailey Bieber. Sie denkt, ich mach sie bekannt. Sex mit zwei Frauen, ne? Tönt mich nicht mehr an. Baby, nenn dein Mann, ist kein Grund zu gehen. Wow. Dude, I just had to go back here and say, never have I seen so many, like, different balloons in one. Whoa, and first of all, can you guys see that? What is going on here? Is that Photoshop or is that just a lot of jiggle? Holy shit. Oh my god, no, okay. Someone was behind her. Okay, back to the music, forget it. Diese Bitch will mich unten sehen. Allerhöchstens, wenn ich sie von unten. Kommst du mit zu mir? Oder ich zu dir? Baby, scheiß auf Geld. Das ist nur Papier. Komm in mein Hotel, Zimmer 104. Empfang dich im Bademantel und wünsche dir Happy Birthday. Nice. In den Bademantel und wünsche dir Happy Birthday. Bei unserem First Date schleppe ich sechs Frauen ab im Worst Case in mein Penthouse. I kind of like how Jamul dresses, like, for the most part, in most of his videos, he doesn't really, he doesn't dress like the other rappers, you know, he wears his, like, button down with, like, the collar, you know what I mean, it's kind of American, I guess, it's kind of like worker, blue-collar America, I don't know if you guys understand what that means, but that's what I see, and then we have the yellow sunglasses, those could go, the yellow sunglasses are not that cool, but... Mit deinem Girlfriend, lieg ich da, Überraschung, Happy Birthday. Happy Birthday, bei unserem First Date. Schleppe ich sechs Frauen ab im Worst Case in mein Pen. Schleppe ich sechs Frauen in den Worst Case, love it. Love it. In mein Penthouse, mit deinem Girlfriend, lieg ich da, Überraschung, Happy Birthday. Okay, here we go, I'm ready for this. This is probably gonna be funny. So, Leute. Kann ich mal um eure Aufmerksamkeit bitten? Okay, so can I have a little bit more recognition here? Kyrie, mach mal die Musik aus, bitte. Is that Kyrie? Is that what he looks like? I've never seen him. Und Mädels, ich hab heute Geburtstag, nicht Jamule. What? Okay, so I have birthday today, not Jamule. Now those glasses are actually pretty cool. The yellow ones suck. These ones are cool. Okay. I love it. There's like three guys in here and probably
like 60 girls. That's the way to do it. What are we listening to though? What is this voice? Is it a voice box? Yeah, man. Asocial Americana. Happy birthday, Farid Bang, man. Not a bad song. Not a bad song. Ziemlich Promo-Shit. Aber ja, das ist so, so weit der, nicht der schlimmste, ne, den ich diese Woche gehört habe. Aber Leute, das war das für das heutigen Streams. Ne, wir kommen morgen zurück. Das ist, also morgen ist Samstag. Check mein Streaming-Link in der Beschreibung für das Twitch-Schedule. Und es freut mich. Es freut mich, Leute, hier, also euch wieder morgen zu sehen. Und bis dann. Man sieht sich. Und vielen, vielen Dank für das. Für die Unterstützung soweit. Mua. Ciao.